An einem stürmischen Herbsttag fügt es sich, dass der kleine Benjamin Franklin Gates seiner Neugier nachgeben und auf dem Dachboden seines Großvaters nach der geheimnisumwobenen Familiengeschichte stöbern kann. Großvater! Eigentlich darfst du gar nicht hier sein. Unter deinen Rumschnüffeln. Ich wollte die Wahrheit wissen. Ja, jetzt bist du alt genug, werde ich sagen. Ich erzähle dir die Geschichte. Okay, also hör zu. Es war 1832. Eine Nacht, die so ungemütlich war wie die heute. Charles Carroll war der letzte noch lebende Unterzeichner unserer Unabhängigkeitserklärung. Er gehörte zu einem Geheimbund, dessen Mitglieder sich Freimaurer nannten. Und er wusste, dass er bald sterben würde. Er hatte seinen Stallburschen mitten in der Nacht geweckt und sich zum Weißen Haus fahren lassen, um mit Andrew Jackson zu sprechen. Er musste dem Präsidenten nämlich etwas Wichtiges erzählen. Und war er bei ihm? Nein, er kam nicht mehr dazu. Der Präsident war in dieser Nacht nicht dort. Doch Charles Carroll hatte ein Geheimnis. Also zog er den einzigen Menschen ins Vertrauen, der bei ihm war. Meines Großvaters Großvater, Thomas Gates. Und das Geheimnis? War ein Schatz. Ein Schatz jenseits aller Vorstellungskraft. Ein Schatz, um den schon jahrhundertelang gekämpft worden war. Von Tyrannen, Pharaonen, Eroberern und Kriegsherren. Und jedes Mal, wenn der Schatz den Besitzer wechselte, wurde er größer. Dann plötzlich war er verschwunden. Über 1000 Jahre war er nicht mehr gesehen, bis Ritter des ersten Kreuzzuges geheime Schatzkammern unter dem Tempel von Salomon entdeckten. Weißt du, diese Ritter glaubten, dass der Schatz, den sie gefunden hatten, zu groß für einen Menschen sei. Sogar zu groß für einen König. Die Männer, die den Schatz wieder nach Europa brachten, nannten sich von nun an Tempelritter. Durch ein Jahrhundert hindurch schmuggelten sie ihn in die neue Welt und gründeten einen neuen Bund, die Freimaurer, zu Ehren der Baumeister der großen Tempel. Während der amerikanischen Revolution musste der Schatz von den Freimaurern versteckt werden, zu denen mittlerweile auch George Washington, Benjamin Franklin und Paul Revere gehörten. Sie wussten, dass sie den Schatz nicht in die Hände der Engländer fallen lassen durften. Also versteckten sie Hinweise und geheime Karten, die zu ihm führen. Mit der Zeit gingen all diese Hinweise verloren, bis nur noch ein einziger übrig war. Und das war das Geheimnis, das Charles Carroll dem jungen Thomas Gates anvertraute. Charlotte. Charlotte kennt das Geheimnis. Wer ist Charlotte? Oh, nicht einmal Mr. Carroll wusste das. Guck mal hier, Ben. Die Freimaurer unter den Gründervätern haben uns Hinweise wie diese hinterlassen. Die unvollendete Pyramide, das alles sehende Auge. Symbole der Tempelritter, den Wächtern des Schatzes. Dies sind ihre Botschaften an uns. Du meinst, sie lachen uns aus? Weißt du, was dieser Dollarschein repräsentiert? Den ganzen Reichtum der Familie Gates. 6 Generationen von Narren, die Narrengold hinterherjagen. Es geht nicht um Geld, Patrick. Es ist nie um Geld gegangen. Komm, Sohn. Wir müssen gehen. Du kannst noch allen auf Wiedersehen sagen. Großvater? Hm? Sind wir Ritter? Wärst du gern einer? Na gut. Knie nieder. Benjamin Franklin Gates, nimmst du diese edlen Pflichten an, die der Tempelritter
Freimaurer und die der Familie Gates. Dann sag, ich schwöre es. Ich schwöre es. Und tatsächlich hält sich der mittlerweile 40-jährige Ben Gates immer noch an den Schwur. Leitet er doch gerade eine Expedition durch die Eiswüste Neufundlands. Mit zwei riesigen Schneemobilen und einer Truppe Männern sucht er die Charlotte. Ich muss gerade an Hanson und Perry denken. Wir haben dieses ganze Terrain nur mit ein paar Hundeschlitten und Schneeschuhen durchquert. Könnt ihr euch das vorstellen? Unglaublich. Wie nah sind wir dran? Also wenn Bens Theorie richtig ist und mein Rechenschieber hier funktioniert, dann sind wir schon ziemlich nah dran. Aber darauf verlassen könnt ihr euch nicht. Heute Morgen ist mir ein Schnürsenkel gerissen. Das ist ein schlechtes Omen. Sollen wir lieber wieder nach Hause fahren? Oder wir halten kurz an und schmeißen ihn hier raus. Echt lustig. Fehlt dir das Kämmerchen mit dem Gitter vom Fenster, in dem wir dich gefunden haben, Riley? Oh nein, nein, absolut nicht, nein. Ich dachte, dass wir nach einem Schiff suchen. Ich kann aber kein Schiff sehen. Sie ist da draußen. Hör zu, Riley. Das ist doch bloß Zeitverschwendung. Wie hätte das Schiff denn hier rauskommen sollen? Naja, ich bin kein Experte, aber es wäre möglich, dass die hydrothermischen Eigenschaften dieser Region Eissturm in Hurricane-Stärke entstehen lassen. So dass der Ozean gefriert, dann schmilzt er, gefriert wieder und bildet irgendwann eine mehr oder weniger wandernde Landmasse, die ein Schiff ungefähr hierher transportieren würde. So erklingt die Schiffsglocke seit 1818 zum ersten Male wieder. Hallo, meine Schöne. Wenn du nicht vor 2 Jahren aufgetaucht wärst und mir geglaubt hättest, dass der Schatz existiert, dann hätte ich Charlotte wohl nie gefunden. Oh doch, das hättest du. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch nicht, dass diese Investition so verrückt war, wie alle sagen. Ich bin schon froh, dass ich nicht so verrückt bin, wie alle sagen. Oder so verrückt wie mein Vater. Oder mein Großvater. Oder mein Urgroßvater. Okay. Dann los. Gehen wir auf Schatzsuche. Ja, bringt mir was Schönes mit. Das hier ist es. Die Laderäume. Denkt ihr, er ist in den Fässern? Schießpulver. Warum bewacht der Captain dieses Fass? Ich hab was gefunden! Was ist das? Eine Milliarde Dollar Pfeife? Eine Meerschaumpfeife. Ah, ist die schön. Sieh dir die besonders feine Schnitzerei am Holm an.
Ist es eine Million-Dollar-Pfeife? Nein, das ist ein Hinweis. Lass mal sehen. Du machst sie kaputt? Wir sind dem Schatz wieder einen Schritt näher, Gentlemen. Ben, hast du nicht gesagt, der Schatz ist hier auf der Charlotte? Nein, Charlotte kennt das Geheimnis. Ich sagte, er ist vielleicht hier. Mit dem Blut seines Daumens auf der Pfeife rollt er sie über ein Stück Papier. Die Symbole der Tempelritter. Die Legende geschrieben, mit Zeichen befleckt. Der Schlüssel in der Stille, unentdeckt. 55 im Stift aus Eisen. Mr. Matlack kann's beweisen. Ein Rätsel. Ich muss nachdenken. Die Legende geschrieben, mit Zeichen befleckt. Welche Legende könnte die Legende des Tempelschatzes sein? Und das Zeichen befleckt die Legende. Wie? Der Schlüssel in der Stille unentdeckt. Warte. Die Legende und ein Schlüssel. Ja, das hat eine Bedeutung. Wahrscheinlich eine Karte. Karten haben Legenden und die nennt man auch Schlüssel. Es ist womöglich eine Karte, eine unsichtbare Karte. Moment, warte mal, unsichtbar? Wie meinst du das? Eine unsichtbare Karte? Mit Zeichen befleckt, damit könnte ein Farbstoff gemeint sein oder ein Reagenz, das einen bestimmten Effekt hervorruft. Zusammen mit dem Schlüssel, der in der Stille unentdeckt ist, wird vielleicht das, was bislang unauffindbar war, auffindbar. Es sei denn, der Schlüssel in der Stille bedeutet... Gefängnis. Aprikosen-Jelly. Siehst du, ich kann das auch. Schnorchel. Da ist die Karte versteckt. 55 im Stift aus Eisen, das ist ein Gefängnis. Oder? Denn hier sollte man bedenken, der meistverwendete Stoff zum Schreiben war Eisengallustinte. Stift könnte auch nur ein Stift sein. Aber wieso dann nicht einfach Stift sagen? Wieso eiserner Stift? Was ein Gefängnis ist. Moment, Stift und Eisen. Das Eisen beschreibt nicht, womit geschrieben wurde, sondern es beschreibt, worauf geschrieben wurde. Es war Eisen, es war fest, es war mineralisch. Oh nein, 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 so ein Blödsinn. Es war stabil, es war unumstößlich, es war beschlossen, es war beschlossen. Mr. Matlack kann's beweisen. Timothy Matlack war der offizielle Kopist des Kontinentalkongresses. Kalligraph, kein Schreiber, deswegen auch, er kann's beweisen, er war dabei. Irgendwo gibt es eine Karte auf einem Beschluss, den er transkribiert hat, auf einem Beschluss, den 55 Männer unterzeichnet haben. Die Unabhängigkeitserklärung. Kommt schon, es gibt keine unsichtbare Karte auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung. Wirklich clever. Auf einem so wichtigen Dokument bleibt die Karte erhalten. Und du sagst, es haben auch Freimaurer unterzeichnet, ja? Ja. 9 mindestens. Wir müssen es irgendwie schaffen, sie zu untersuchen. Das ist eines der bedeutendsten Dokumente der Geschichte. Da lassen wir uns doch nicht reinmarschieren und mal eben chemische Testreihen durchführen. Und was schlägst du dann vor? Ich weiß es doch nicht. Dann borgen wir sie uns. Sie stehlen? Keine gute Idee. Ben, der Schatz der Ritter des Tempelordens ist der Schatz aller Schätze. Ach, das wusste ich nicht, wirklich? Hör zu, Ben. Ich kann deine Verbitterung verstehen, ganz ehrlich. Du suchst schon dein ganzes Leben nach diesem Schatz. Wofür angesehene Historikerkreise dir und deiner Familie nur Hohn und Spott entgegenbringen. Ich möchte dir helfen, dass du ihnen diesen Schatz unter ihre arroganten Nasen reiben kannst. Und wie? Jeder von uns ist in irgendeiner Hinsicht ein Spezialist. Denkst du, ich bin nur Spezialist in Schecks ausschreiben? In einem früheren Leben habe ich so einige Operationen durchgeführt von fragwürdiger Legitimation. Ich würde nicht weiter nachfragen, wenn ich du wäre. Sei unbesorgt. Ich werde alles vorbereiten. Nein. Ich könnte deine Hilfe brauchen.
Ian, ich werde nicht zulassen, dass du die Unabhängigkeitserklärung stiehlst. Okay. Von diesem Moment an bist du ein Hindernis. Hey! Was willst du tun? Erschießt du mich schon? Aber ihr könnt mich nicht erschießen. Ihr wisst noch nicht alles. Ihr kennt nicht das ganze Rätsel, ich schon. Und ihr wisst, ich bin der Einzige, der es lösen kann. Er blufft nur. Ian, wir haben zusammen gepokert. Du weißt, dass ich nicht bluffen kann. Sag mir, was ich wissen muss, Ben. Oder dein Freund ist tot. Hey! Sei still, Riley. Dein Job hier ist erledigt. Gates entzündet eine Magnesiumfackel. Wisst ihr, worauf ihr steht? Hier liegt überall Schießpulver. Er schießt mich, ich lasse die hier fallen und wir alle gehen drauf. Ben? Was passiert denn, wenn das Ding ausgeht? Sag mir, was ich wissen muss, Ben. Du solltest wissen, ob Sean gut fangen kann. Es gibt eine Siedlung der Inuit 9 Meilen östlich. Die ist beliebt bei sehr vielen Piloten. Alles klar. Und dann, was machen wir dann? Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Nein, ich meinte wegen Ian. Er wird die Unabhängigkeitserklärung stehlen, Ben. Wir werden ihn aufhalten. Ist es wirklich so schwer zu glauben, dass jemand die Unabhängigkeitserklärung stehlen will? Das FBI kriegt 10.000 Tipps pro Woche. Die kümmern sich nur um Sachen, von denen sie denken, die sind in Gefahr. Aber alle, die uns helfen könnten, glauben, wir sind verrückt. Und alle, die verrückt genug sind, uns zu glauben, können uns leider nicht helfen. Wir brauchen keinen Verrückten. Was wäre die Vorstufe von Verrücktheit? Hm? Besessenheit. Leidenschaft. Dr. Chase hat jetzt Zeit für Sie, Mr. Brown. Danke sehr. Mr. Brown? Mein Familienname ist nicht sehr beliebt in der akademischen Welt. Ha. Und du meinst, der Mann sieht das auch so? Ein ziemlich süßer Mann. Ich danke Ihnen. Guten Tag, meine Herren. Hi. Abigail Chase. Paul Brown. Angenehm, freut mich. Bill. Schön, Sie zu sehen, Bill. Wie kann ich Ihnen helfen? Interessanter Name. Sagen Sie, kommt Ihre Familie hier aus der Gegend? Nein, aus Deutschland. Oh. Sie sind keine Amerikanerin? Oh, ich bin Amerikanerin. Ich bin nur nicht hier geboren. Bitte nicht anfassen. Oh, Entschuldigung. Die Sammlung ist schön. George Washingtons Wahlkampfplaketten. Es fehlt nur die 1789er von der Vereidigung. Ich habe mal eine gefunden. Dann hatten Sie wirklich großes Glück. Meine Assistentin sagt, Sie hätten ein dringendes Anliegen. Ja, Ma'am. Nun, ich komme am besten gleich zur Sache. Jemand hat vor, die Unabhängigkeitserklärung zu stehlen. Das ist wahr. Dann verbinde ich Sie jetzt am besten mit dem FBI. Wir waren schon beim FBI. Ja, und?
Sie haben uns versichert, dass die Unabhängigkeitserklärung nicht gestohlen werden kann. Die haben recht. Mein Freund und ich sind da nicht so sicher. Wie auch immer. Wenn Sie uns gestatten würden, das Dokument zu untersuchen, wären wir in der Lage, Ihnen zu sagen, ob es tatsächlich in Gefahr ist. Was glauben Sie denn, würden Sie finden? Wir gehen davon aus, dass es so etwas gibt wie eine Inschrift auf der Rückseite. Eine Inschrift, sowas wie ein Code? Ja, Ma'am, genau. Welche Art? Eine Kartografie. Also eine Karte? Ja, Ma'am. Eine Karte wovon? Naja, eines Standortes von unentdeckten Objekten, die von historischer und inhärenter Bedeutung sind. Eine Schatzkarte, meinen Sie? Das war auch zu viel fürs FBI. Sie sind Schatzjäger, oder? Eher sowas wie Schatzwächter. Mr. Brown, ich selbst durfte die Rückseite der Unabhängigkeitserklärung in Augenschein nehmen und ich versichere Ihnen, auf dieser Rückseite gibt es nur eine Inschrift und die lautet Original der Unabhängigkeitserklärung. Datiert 4. Juli 1776. Ich weiß, Ma'am. Aber keine Karte. Sie ist unsichtbar. Oh, verstehe. Und das war dann auch zu viel für das Heimatschutzministerium. Was veranlasst Sie zu glauben, dass es eine unsichtbare Karte gibt? Eine Gravur, und zwar auf dem Holm einer 200 Jahre alten Pfeife. Die einem Freimaurer gehörte. Könnte ich die Pfeife mal sehen? Wir haben sie nicht mehr. Dann hat sie vielleicht der Yeti? Danke für Ihre Zeit. Oh, bitte, gern geschehen. Wissen Sie, das ist wirklich eine schöne Sammlung. Muss viel Zeit gekostet haben, so viel Geschichte hinterher zu jagen. Mich hättest du überzeugt, wenn dich das tröstet. Tut es nicht. Was wäre denn, wenn wir die Story übers Internet öffentlich machen würden? Ist ja nicht gerade so, als hätten wir einen Ruf zu verlieren oder so. Obwohl so eine Veröffentlichung unseren Freund Ian wahrscheinlich auch nicht abschrecken würde. 108 Jahre der Suche und ich stehe nur einen Schritt davor. Von allen Worten, die hier über Freiheit stehen, halte ich einen Satz für besonders wichtig. Aber wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und Übergriffen, die stets das gleiche Ziel verfolgen, die Absicht erkennen lässt, sich absolutem Despotismus zu unterwerfen, so ist es ihr Recht, ist es ihre Pflicht, eine solche Regierung zu beseitigen und neue Wächter für ihre künftige Sicherheit zu bestellen. So sprechen die Menschen heute wohl nicht mehr. Wundervoll. Keine Ahnung, was das heißt. Es heißt, wenn ein Unrecht geschieht, ist jeder Mensch, der in der Lage ist, zu handeln, dazu verpflichtet, zu handeln. Ich muss sie stehlen. Was? Ich werde die Unabhängigkeitserklärung stehlen. Was redest du? Ben? Das ist ein krasses Ding. Und das wird auch ein krasser Gefängnisaufenthalt. Du weißt, dass du im Gefängnis landen wirst, oder? Ja, könnte passieren. Tja, es gibt Leute, die beunruhigt sowas. Ian wird versuchen, sie zu stehlen. Und wenn er es schafft, wird er die Erklärung zerstören. Tatsache ist, nur durch Diebstahl lässt sich die Erklärung schützen. So paradox das auch klingt. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ben, um Gottes Willen. Das ist, als stehle man ein Nationaldenkmal. Das ist, als würden wir Lincoln stehlen. Das darf man nicht machen. Nein, das sollte man nicht machen. Nein, man kann es nicht machen. Und ich kann es dir auch beweisen. Also, Ben, dann pass mal auf. Wir sind in die Kongressbibliothek gegangen. Warum? Weil es die größte Bibliothek der Welt ist. Über 20 Millionen Bücher. Und sie alle transportieren dieselbe Botschaft. Hör auf Riley. Was du hier siehst, mein Freund, ist der vollständige Grundriss des Gebäudes. Es fehlen nur die Originalbaupläne, aber hier sind die Konstruktionszeichnungen, Kabelverlegungen, Wasser- und Abwasserleitungen, ist alles hier. Also, im Ausstellungssaal gibt es überall Wachen drumherum. Und Videokameras. Und nette Familien aus Iowa. Und kleine Kinder auf ihrem Schulausflug. Und hinter 2,5 Zentimetern Panzerglas steht eine Armee von Sensoren, zum Beispiel für Hitze, die losgehen, sobald sich auch nur jemand mit erhöhter Temperatur nähert. Allerdings, wenn sie nicht ausgestellt ist, passiert Folgendes.
dann wird sie in einen massiven, mit 1,20 Meter dicken, Stahlwänden verstärkten Tresor hinabgelassen. Und der hat noch dazu ein spezielles Kombinationsschloss, das elektronisch gesichert ist und mit biometrischer Datenerfassung ergänzt wurde. Hast du gewusst, dass Thomas Edison so ungefähr 2000 Anläufe dazu gebraucht hat, um den Kohlefaden für eine funktionstüchtige Glühlampe zu entwickeln? Edison. Darauf sagte er, gescheitert bin ich nicht. Ich kenne 2000 Wege, wie man Glühlampen nicht bauen darf. Aber ein einziger hätte ihm gereicht, damit es funktioniert. Der Konservierungsraum. Siehst du an? Ist dir klar, wofür dieser Raum da ist? Für leicht verderbliche Süßigkeiten? Nein, dort werden alle Exponate und sämtliche Gehäuse gesäubert und gewartet, sofern sie nicht ausgestellt oder im Tresor sind. Wenn also die Vitrine gewartet wird, trägt man sie aus dem Tresor, durch den Flur, direkt in den Konservierungsraum. Der ideale Moment für uns oder Ian, sie zu stehlen, ist die Gala an diesem Wochenende. Die Wachen werden durch die vielen VIPs abgelenkt sein. Und genau dann nehmen wir uns den Konservierungsraum vor, wo kaum noch Sicherheitsleute sein werden. Möglich wär's vielleicht. Ja, vielleicht. Also trifft man allerhand Vorbereitungen. Riley zapft das Kamerasystem des Nationalarchives an. Und Ben tränkt eine Wahlkampfplakette von George Washington in eine chemische Flüssigkeit. Das hier ist gerade für Sie gekommen. Hoffentlich ist es nicht von Stan. Für die Frau, die sonst alles hat, danke fürs Zuhören, Paul Brown. Der erste Teil des Planes hat hiermit bereits geklappt. Denn Abigail Chase hat die Münze angefasst. Gleichzeitig benutzt Riley Poole im Besuchersaal einen Laserpointer, um die Sensoren der Unabhängigkeitserklärung zu stören. Abigail Chase? Eine Minute später steht Miss Chase vor der Tastatur der Sicherheitsabfrage und hinterlässt unwissentlich die chemische Substanz auf den Tasten. Riley beobachtet vom Kleinbus vor dem Gebäude aus die Vorgänge im Keller. Hallo Mike. Okay, alles streng nach Vorschrift. Flur abgesichert. Die Vitrine gerade halten. Alles klar. Was ist hier los? Ein Hitzesensor hat reagiert. Überprüfen Sie alle und tauschen Sie sie komplett aus. Unser teuflischer Plan funktioniert. Und so hält am Abend der Gala derselbe Kleinbus wieder vor dem Gebäude. Und ein Techniker im Overall springt heraus. Ben, bist du sicher, dass wir das tun? Mann. Kannst du mich hören? Ja, leider. Bei mir ist alles klar. Hallo, gehen Sie rein. Hallo, wie geht's? Gut. Der Techniker verschwindet in der Keramikabteilung und taucht kurz darauf wieder auf. Diesmal im Galaanzug. Wie siehst du aus? Wie Bond. Viel Glück. Mit zwei Gläsern Champagner in der Hand spürt Ben in der gut gefüllten Halle Miss Abigail Chase auf. Für Sie. Oh, Mr. Brown. Dr. Chase. Was tun Sie denn hier? Ist das die Süße? Wie sieht sie aus? Ich habe in letzter Minute noch eine Spende getätigt. Oh. Eine ziemlich große. Ach, übrigens, vielen Dank für Ihr wundervolles Geschenk. Oh, Sie haben es erhalten? Ja, nochmals herzlichen Dank. Wissen Sie, normalerweise würde ich so etwas nie annehmen, aber in diesem Fall sehr gern. Das war die Gunst der Stunde. Komm, Romeo, mach dich vom Acker. Ich habe mich dennoch gefragt, was die Gravur wohl besagt auf der Pfeife, die der Yeti hat. Hi. Hier, bitte. Oh, Dr. Herbert, das ist Mr. Brown. Hallo. Hallo. Wer ist der Verklemmte? Oh, warten Sie, ich nehme das hier. Dann können Sie ihm das andere Glas abnehmen. Danke. Ein Toast, ja? Auf den Hochverrat. Das war es, was die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung getan haben. Hätten wir den Krieg verloren, hätte man sie gehängt, enthauptet, ertränkt. Mit einer geschickten Bewegung lässt Gates das Glas von Miss Chase verschwinden, deren Fingerabdrücke er braucht. Also, auf die Männer, die etwas Falsches zu tun wagten, um das Richtige tun zu können. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber wie Ben es vorausgeahnt hatte, dringt am gleichen Abend auch Ians Mannschaft in das Gebäude ein. Und zwar durch die Belüftungsanlage im Keller. Tür 2, 90 Sekunden.
Während Gates die Fingerabdrücke von Abigail benutzt, die er auf dem Stibitzenglas hat, benutzen die schweren Jungs die Abdrücke des betäubten Wächters. Gut gemacht, Jungs. Hinaus. Wir sind im Fahrstuhl. Okay. Ich werde jetzt die Kameras umschalten. Fertig? In 5, 4, 3, jetzt. Ben Gates, du bist jetzt der Unsichtbare. Ich bin da. Gib mir die Buchstaben vom Passwort. Was hast du für mich? Gib's mir. Aha. G-F-G? L-O-R-V-Y. Anagramme werden aufgelistet. Okay. Ich lese vor. A glove fry. A berry golf. A Fargo Levy. Gravy flow. Whaley frog. Außerdem a go fly ref. Grow fly A-R fly guff. Error fly guff. Elf guff ray. Valley Forge. Valley Forge, das habe ich aber nicht im Computer. Valley Forge, sie hat E und L zweimal gedrückt. Das war der Wendepunkt im Unabhängigkeitskrieg. Tausche Computer gegen Hirn. Wir sind drin. Hallo? Ben, du bist ein Genie. Der Dieb wider Willen macht sich sofort daran, den Rahmen der Erklärung aufzuschrauben. Ben, links halt zu. Wir haben ungefähr noch. Gerade jetzt schalten sich aber Ians Leute auf die Kameras auf, was fatale Folgen für Riley hat. Wollt ihr Video gucken? Das Signal ist weg. Was? Ich hab kein Bild mehr. Ich kann niemanden mehr sehen. Ich sehe gar nichts mehr. Ben, ich sehe nichts mehr. Los, raus da. Raus da, sofort. Ich nehme das ganze Ding mit. Ich bringe es zum Fahrstuhl. Was sagst du? Das ist schwer. Sean, Tür 3, eine Minute. Just in dem Moment, als Ben die Tür des Fahrstuhls aktiviert hat, dringen Ian und seine Leute in den Flur ein. Gates. Was war das? Wer schießt denn da? Verdammt, die Karte ist weg. Bist du noch da? Ben. Ich bin im Fahrstuhl. Ian ist hier. Es gab eine kleine Schießerei. Bist du tot? Hey, Rebecca. Hast du einen Paul Brown auf der Liste? Paul Brown? Nein, habe ich nicht. Paul Brown, mit bürgerlichem Namen Benjamin Franklin Gates, hat die Unabhängigkeitserklärung mittlerweile gerollt und in eine Folie gesteckt. Aber auf dem Weg nach draußen kommt er ausgerechnet am Souvenirshop vorbei. Wollen Sie das etwa mitgehen lassen? Oh. Die kostet $35. Dafür? Ja. Ganz schön teuer. Hey, ich mach die Preise nicht. Was sind denn... Was sind 32? 57? Wir nehmen auch Visa. Wo ist Ben? Der ist bereits fliegenden Schrittes auf dem Weg zum Ausgang. Aber Abigail Chase sieht ihn dabei und riecht Lunte. Wo bist du? Hör auf zu singen. Mach den Wagen an. Ben, die... Gemeine Unabhängigkeitslady ist genau hinter dir. Hey!
Sie sind's. Hallo. Mr. Brown, was ist hier los? Was ist das? Ein Souvenir. Ach, wirklich? Hör auf zu torteln, steig in den Wagen. Code Red, ein Einbruch. Versiegeln, niemand verlässt das Gebäude. Ruf das FBI an. Und, hat Ihnen die Party gefallen? Ja. Nicht wahr sein. Sie haben doch Ich erkläre es Ihnen. Kommen Sie her! Geben Sie das her! Um alle Schwierigkeiten zu umgehen, überlässt Ben der gemeinen Unabhängigkeitslady die Erklärung. Da ist sie. Fahr los! Was? Victor! Mach schon, fahr! Wie können Sie nicht gehen? Wir können! Fahr los! Doch gerade ist auch Ians Team aus dem Schacht gekrochen und die Herren stecken die Dame in ihren Transporter. Mist! Wer mögen Sie wohl sein? Und was wollen wir machen, wenn wir Sie eingeholt haben? Ich überleg mir was. Rechts nach rechts. Warum geben Sie mir nicht das Dokument? Dann können wir alle nach Hause. Oh nein! Der Verkehr lässt den Fahrern jedoch keine Wahl und es geht mitten durch eine Baustelle. Es rutscht nur noch! In Panik öffnet Abigail den Transporter und hängt auf einmal an einer der Flügeltüren. Auch das noch. Oh Gott. Hilfe! Hör auf! Wenn sie fällt, ist auch die Karte weg. Fass den Abi wirklich an! Ben versucht über die Seitentüre des Wagens Miss Chase zu helfen, aber die Flügeltüre schwenkt hin und her. Schließlich fällt so die Erklärung doch noch in Ians Hände. Danke sehr. Da ist sie. Jetzt darfst du. Abigail! Springen Sie! Springen Sie! Der Sprung ist geglückt. Sofort biegen die drei ab. Hab sie nicht erwischt. Schon okay. Das hier ist, was wir brauchen. Als Ian die Rolle genauer ansieht, findet er das Preisschild des Souvenirladens. Gut gemacht, Gates. Gut gemacht. Verdammt! Alles in Ordnung? Nein, diese Wahnsinnigen! Sie sind nicht verletzt, oder? Sie sind alle wahnsinnig! Haben Sie Hunger? Was? Ich will wissen, ob es Ihnen gut geht. Ich bin auch ein bisschen zittrig, aber ich komme durch. Danke der Nachfrage. Also mir geht's überhaupt nicht gut. Diese Männer da haben die Unabhängigkeitserklärung. Was? Sie hat sie verloren? Sie haben sie nicht. Sehen Sie? Okay. Also hören Sie jetzt bitte auf zu schreien. Geben Sie sie her. Sie schreien ja immer noch. Und das wird langsam wirklich lästig. Eine etwas zivilisiertere Haltung wäre der Sache durchaus angemessen, Dr. Chase. Wenn das hier das Original ist, was haben dann die anderen? Ein Souvenir. Ich habe gedacht, der Duplikat kann nicht schaden. Und das hat sie auch nicht. Allerdings musste ich das Andenken und das Original bezahlen. Das heißt, sie schulden mir $35. Plus Steuern. Ein Genie. Wer waren diese Männer? Naja, das waren die, vor denen wir sie gewarnt hatten. Und sie haben uns leider nicht geglaubt. Das hier war die einzige Möglichkeit, die Erklärung in Sicherheit zu bringen. Verdammt, geben Sie das her! Hören Sie das? Sie schreien schon wieder. Und geflucht hat sie, glaube ich, auch. Naja, das haben wir wahrscheinlich verdient. In der Galerie erscheint die Kavallerie. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Peter Zadaski und ich leite die Untersuchung hier. Ich versichere Ihnen nochmal, es besteht keinerlei Gefahr. Wenn wir zusammenarbeiten, reduziert sich das Maß der Frustration für alle auf ein Minimum. Danke sehr. Jeder Einzelne wird durchsucht und identifiziert.
Auch die Sicherheitsmannschaft. Wenn sich jemand weigern sollte, wird er verhaftet. Ja, Agent Hendricks? Sie wollen etwas sagen? Das ist nicht die Zeit für Ems. Vor einigen Tagen bekamen wir den Hinweis, dass die Unabhängigkeitserklärung gestohlen werden soll. Gibt es einen Namen zu dem Hinweis? Wir haben keinen Fall draus gemacht, weil uns die Geschichte unglaubwürdig vorkam. Und glauben Sie sie jetzt? Es gibt keine Schatzkarte auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung. Genauso existiert auch keine Möglichkeit, dass jemand das hier stiehlt. Ich war vollkommen ehrlich zu Ihnen. Ich habe Ihnen nichts als die Wahrheit gesagt. Ich will dieses Dokument, Mr. Brown. Na gut, mein Name ist nicht Brown, sondern Gates. Ich war zu 98% ehrlich. Moment, sagten Sie Gates? Gates? Diese Familie mit der Verschwörungstheorie über unsere Gründerväter? Es ist keine Verschwörungstheorie. Nicht nur. Wissen Sie, ich nehme es zurück. Sie sind keine Lügner. Sie sind wahnsinnig. Ist im Moment eine Kopie der Erklärung ausgestellt? Ja, wir dachten... Lassen wir es so. Die Gäste wissen nur, dass was passiert ist, aber nicht was. Die haben ihn mit Starkstrom außer Gefecht gesetzt. Er weiß überhaupt nichts mehr und wir haben ein paar Patronenhülsen. Konnten die anderen Wachen die Täter beschreiben? Welche anderen Wachen? Auf die geschossen worden ist. Es wurden keine anderen Wachen für hier unten eingeteilt. Also, wer hat dann geschossen und auf wen hat er geschossen? Und warum konnten die beiden sich nicht leiden? Sie können nicht allen Ernstes vorhaben, in einem fahrenden Wagen chemische Tests an diesem Dokument durchzuführen. Wir haben einen sterilen Raum vorbereitet. Mit Schutzanzügen, Partikelluftfiltern, das ganze Programm. Wirklich? Da können wir jetzt nicht mehr hin. Was? Wieso nicht? Das ist der Kerl. Dr. Herbert sagt, Dr. Chase hat ihn als Mr. Brown vorgestellt. Nicht auf der Gästeliste. Die Verkäuferin im Souvenirladen sagte, er sei irgendwie nervös gewesen. Er wollte wohl mit einem Poster der Unabhängigkeitserklärung rausgehen, ohne zu bezahlen. Bezahlt hat er mit Visa. $74, gebucht auf Benjamin Gates. Du hast mit Kreditkarte bezahlt? Dann sind wir am Arsch. Hast du, ist dir klar, dass die jetzt alles von dir wissen? Und von mir genauso? Ja, ich weiß. Das FBI wird in ein paar Minuten vor meiner Tür stehen. Was machen wir jetzt? Wir brauchen diese Briefe. Briefe? Fahr mal hier runter. Bieg rechts ab. Was für Briefe? Ben klärt sie auf. Sie haben die Original-Silence-Dugut-Briefe. Haben Sie die auch gestohlen? Wir haben Scans von den Originalen. Kurze Ruhe, bitte. Woher haben Sie die Scans? Ich kenne den Besitzer der Originale. Ruhe jetzt. Wozu brauchen Sie die? Sie kann einfach nicht den Mund halten, oder? Ich sag Ihnen was. Ich gebe Ihnen das hier und Sie passen darauf auf, wenn Sie als Gegenleistung versprechen, den Mund zu halten. Danke sehr. Ben, du weißt doch, was zu tun ist. Ja, ich weiß. Ich möchte aber auch über alles andere nachdenken, was wir tun könnten. Nicht, dass ich dich unnötig piesacken will. Ehrlich nicht. Aber hast du eine leise Ahnung, wer im Moment alles hinter uns her ist? Wir haben wahrscheinlich schon einen Satelliten nach uns benannt. Für die Entscheidung, die Unabhängigkeitserklärung zu klauen, hast du weniger als 2 Sekunden gebraucht. Da musste ich auch noch nicht davon ausgehen, dass ich meinem Vater davon erzählen muss. Hey, das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ach, lassen Sie mich los! Okay, Sie wollen gehen? Gehen Sie, husch, husch. Ich werde nicht gehen. Ich werde nicht ohne die Erklärung gehen. Mit der Erklärung gehen Sie erst recht nicht. Oh doch, das werde ich. Egal, wo sie ist, ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Warten Sie. Sie gehen nicht mit uns, also gehen Sie auch nicht mit ihr. Und ob ich mit Ihnen gehe? Nein, tun Sie nicht. Hören Sie, wenn Sie vorhatten, mich zurückzulassen, hätten Sie nicht sagen sollen, wo Sie hingehen. Die Polizei, die indessen die Wohnung von Benjamin Gates stürmt, findet in dem sterilen Raum die Scans der Silence Dugut-Briefe. Alles klar. Was ist das denn? Das ist doch schon mal was. Das sind Scans von Briefen an den Herausgeber des New England Courant, 1722 geschrieben. Alle von derselben Person, ihre ergebene Dienerin Silence Dugut. Silence, Stille, Stille. Auch Ian, der natürlich weiterhin am Ball bleibt, stößt in dem Gedicht auf die Unregelmäßigkeit im Wort Silence. Gentlemen, wieso ist dieses Wort großgeschrieben? Weil es wichtig ist? Nein, weil es ein Name ist. Okay, ich hab's.
Als Ben Franklin 15 Jahre alt war, schrieb er 14 Briefe an die Zeitung seines Bruders und gab sich als Witwe mittleren Alters namens Silence Durgood aus. Die Briefe wurden also von Benjamin Franklin geschrieben. Sieht okay aus. Park ein paar Straßen weiter unten. Wie viel Zeit haben wir denn? Wenigstens ein paar Stunden. Hoffe ich. Und was machen wir mit ihr? Ich habe hinten noch gutes Klebeband. Nein, nicht nötig. Sie macht keinen Ärger. Versprochen, kein Ärger. Ja, ich verspreche es. Siehst du? Sie ist neugierig. Ich habe Folgendes über Gates. Diplom in amerikanischer Geschichte in Georgetown, Diplom in Maschinenbau am MIT, Reserveoffizier bei der Navy und ausgebildeter Rettungstaucher. Was wollte der Bursche denn werden, wenn er groß ist? Wir konzentrieren uns auf Gates. Spüren Sie ihn auf. Überprüfen Sie Familie und Freunde, engste Verwandte zuerst. Ich will wissen, wer dieser Typ ist. Dad. Was für eine Überraschung. Wie soll ich sagen? Ich habe ein paar kleine Schwierigkeiten. Ist sie schwanger? Würdest du denn die Frau, die deinen Enkel in sich trägt, hier draußen in der Kälte stehen lassen? Sehe ich etwa schwanger aus? Es geht hoffentlich nicht wieder um diesen dummen Schatz. Also setzen Sie sich. Machen Sie sich's bequem. Da ist noch Pizza. Die müsste noch warm sein. Dad? Ich brauche die Silence Durgood-Briefe. Und ja, es geht um den Schatz. Und er hat Sie beide da reingezogen? In der Tat. Ich bin Freiwilliger. Dann steigen Sie freiwillig aus, bevor Sie Ihr Leben ruinieren. Hör schon auf, Dad. Ja, ich bin das schwarze Schaf dieser Familie. Ich habe einen Job, ein Haus, bin versichert. Und ich hatte deine Mutter, wenn auch nur für kurze Zeit. Und ich hatte dich. Was hast du vorzuweisen? Ihn? Gib uns doch einfach die Briefe. Und wir sind wieder weg. Du enttäuschst mich, Ben. Ja, vielleicht ist das unsere Familiengeschichte. Söhne, die ihre Väter enttäuschen. Du gehst besser. Und nimm deine Schwierigkeiten mit. Ich habe die Charlotte gefunden. Die Charlotte? Du meinst das Weinschiff? Ja, sie war wunderschön. Es war unglaublich, Dad. Und der Schatz? Nein, nein, aber wir haben einen Hinweis gefunden, der uns hergeführt hat. Ja, und der führt euch wieder zu einem Hinweis. Das ist alles, was du je finden wirst. Verstehst du das nicht, Ben? Ich habe es verstanden. Nach der Legende wurde der Schatz vergraben, um ihn vor den Briten zu schützen. Aber in Wahrheit hat man die Legende nur erfunden, um die Briten mit der Suche nach dem Schatz zu beschäftigen. Der Schatz ist ein Mythos. Ich weigere mich, das zu glauben. Du kannst glauben, was du willst. Du bist ein erwachsener Mensch. Was mache ich hier? Mach, was du willst, Ben. Mach, was du willst. Er hat wahrscheinlich recht. Sie wissen ja auch nicht mal, ob es einen weiteren Hinweis gibt. Aber ich weiß, wie wir das herausfinden können. Und zwar hier, auf der Stelle. Auch Patrick Gates ist natürlich neugierig und treibt sich im Nebenraum herum, während die anderen die Rückseite der Unabhängigkeitserklärung ausbreiten. Sieht aus wie Leder. Wie alt ist das? Ungefähr 200 Jahre. Ach ja? Bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Also, wie wird unsichtbare Tinte zu sichtbarer Tinte? Legt es in den Ofen. Nein! Eisensulfat-Tinte wird nur durch Hitze sichtbar. Ja, schon, aber das hier ist... Es ist sehr, sehr alt. Wirklich sehr alt. Und wir können nicht riskieren, es zu beschädigen. Ihr braucht ein Reagenz. Dad, es ist spät. Warum gehst du nicht ins Bett? Ich bin nicht müde. Gib mir die Zitronen. Als Ben eine der Zitronen über der Erklärung auspressen will, schnappt Abigail seine Hand. Halt! So geht das nicht. Aber es muss so gehen. Dann sollte es jemand tun, der darin ausgebildet ist, antike Dokumente zu behandeln. Okay. Okay. Also, wenn es eine geheime Botschaft gibt, dann ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach durch ein Symbol in einer der Ecken gekennzeichnet. Richtig. Dafür werde ich bestimmt sowas von gefeuert.
Doch zunächst tut sich gar nichts. Und Enttäuschung macht sich breit. Ich hab's euch gesagt. Ihr braucht Hitze. Mit der Wärme des Atems zeigt sich aber plötzlich der Zirkel der Freimaurer und ein paar Zahlenfragmente. Seht ihr? Wir brauchen mehr Zitronen. Und mehr Hitze. Ja. Eine Karte ist das aber nicht. Oder? Noch mehr Hinweise. Was sonst? Sind das Längen und Breiten gerade? Deswegen brauchen wir ja die Silent Stewart-Briefe. Das ist der Schlüssel? Ja, der Schlüssel in der Stille unentdeckt. Dad, könnten wir jetzt die Briefe haben? Könnte mir bitte jemand erklären, was diese magischen Zahlen sind? Eine Ottendorf-Verschlüsselung. Ganz recht. Ah, alles klar. Was ist eine Ottendorf-Verschlüsselung? Es sind nur Codes. Jeder dieser Ziffernblöcke steht für einen Buchstaben in einem Schlüssel. Normalerweise irgendein Buch oder ein Zeitungsartikel. Der Schlüssel in der Stille, Silence, die Silent Stewart-Briefe. Das eine ist die Seitenzahl, dann die Zeile und der Buchstabe in der Zeile. Also, Dad, die Briefe, wo sind sie? Wissen Sie, es war nichts als ein Riesenzufall, dass sein Großvater Dad. Sie gefunden hat. In einem alten Schreibtisch, in der Druckstube Dad. Des New England Current, einer Zeitung von damals. Wo sind die Briefe, Dad? Ich habe sie nicht mehr so. Was? Ich hab sie nicht mehr. Und wo sind sie? Gestiftet, dem Franklin Institute in Philadelphia. Wir müssen gehen. Ich kann's noch immer nicht glauben. Die ganze Zeit hat niemand gewusst, was auf der Rückseite war. Rückseite von was? Na. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ja, ich weiß. Oh mein Gott! Was hast du getan? Das ist... Ich weiß. Das ist die Unabhängigkeitserklärung. Ja, und sie ist sehr empfindlich. Ihr habt sie gestohlen. Dad, ich kann's dir erklären, aber nicht jetzt. Glaub mir, es ging nicht anders. Und du hast die Chiffren gesehen. Und die führen zu neuen Hinweisen und wieder zu neuen Hinweisen. Diesen Schatz gibt es nicht. 20 Jahre habe ich damit vergeudet. Und du hast gerade dein Leben zerstört. Und mich hast du auch mit da reingezogen. Nein, wir finden eine Lösung. Kommen Sie rein! Ich bin hier! FBI, richtig? Könnten Sie mich losmachen? Und Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, wo er hin will. Würde ich es Ihnen da nicht sagen? Würden Sie? Er hat mich an einen Stuhl gefesselt. Die Garage ist leer, aber es ist ein Cadillac auf den Namen Patrick Gates zugelassen. Und er hat mein Auto gestohlen. Keine Sorge, Mr. Gates, wir finden Ihr Auto und Ihren Sohn. Dein Dad hat einen netten Wagen. Wir sollten die Kleidung wechseln. Wir sind zu auffällig, finden Sie nicht? Ich würde ja auch gern shoppen gehen, aber wir haben leider kein Geld. Hier, das habe ich mitgehen lassen. Normalerweise steckt immer ein paar $100 zwischen die Seiten. Gesunder Menschenverstand, wie angemessen. Sind wir bald da? Ich habe Hunger. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Man kommt also in Philadelphia an und teilt sich zunächst auf. Riley hat den Auftrag, die Ottendorf-Verschlüsselung auf die ausgestellten Briefe anzuwenden, während Abigail und Ben in einem Laden ihre Gala-Klamotten gegen etwas Bürgerlicheres eintauschen. Also Sie stehen vor der Tür des Vaters und sagen, Sie seien in Schwierigkeiten. Und seine erste Vermutung ist, dass ich schwanger bin. Steckt da eine Frage dahinter? Ich denke, da steckt eine interessante Geschichte dahinter. Naja, mein Vater hält mein Privatleben für ziemlich ungezwungen. Ach, so ist das. Eine Frage. Haben Sie schon mal jemandem, keinem Verwandten, gesagt, ich liebe dich? Ja. Mehr als einer Person? Ja. Dann würde mein Vater Ihr Privatleben auch als ungezwungen einstufen. Ihre unerschütterliche Überzeugung haben Sie von ihm, nicht wahr? Ich weiß gerade nicht, was Sie meinen. Naja, Sie sind überzeugt, dass der Schatz existiert. Obwohl alle Welt anderer Ansicht ist. Ich hoffe einfach, dass er existiert. Wissen Sie, ich träume davon, seit mein Großvater mir davon erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich bin ihm so nahe, dass ich ihn riechen kann. Aber ich will nicht, dass es ihn nur in meinem Kopf oder meinem Herzen gibt.
Die meisten Menschen reden heute leider nicht mehr so. Mag sein. Aber viele denken so. Da stürmt auch der Computerspezialist in den Klamottenladen. Hey, hast du's, Riley? Ja, ich hab's. Der Blick in die kostbare Vergangenheit führt durch den kreuzenden Schatten zur rechten Zeit. Vor dem Haus von Pass und Stowe. Und Pass und Stowe verweist natürlich auf die... Die Freiheitsglocke. Ja. Wieso tut ihr das? John Pass und John Stowe haben sie nun mal gegossen. Okay. Gut, und was bedeutet der Rest? Warte, der Blick in die kostbare Vergangenheit sagt uns, wie wir die Karte lesen müssen. Ich dachte, die Chiffren sind die Karte. Nein, sie sind der Hinweis auf die Art und Weise, wie sie gelesen wird. Und wie man die Karte lesen muss, das erfahren wir, wenn der kreuzende Schatten vor der Freiheitsglocke erscheint. Kreuzender Schatten vor dem Haus der Freiheitsglocke, Independence Hall. Und zur rechten Zeit bedeutet ein Zeitpunkt, der ganz genau festgelegt ist. So ist es. Und welcher Zeitpunkt? Wann ist das? Welcher Zeitpunkt? Oh, Moment, das wird Ihnen gefallen. Bestimmt. Könnte ich einen der 100-Dollar-Scheine, mit denen ich bezahlt habe, nochmal sehen? Nein. Oh, also, hier, ich habe hier diese Taucheruhr. Die ist sehr wertvoll. Nehmen Sie sie als Pfand. Ich glaube Ihnen ja. Danke sehr. 100 haben auf der Rückseite eine Radierung der Independence Hall basierend auf einem Bild, das, danke, um 1780 entstand. Und der Künstler war, Sie werden lachen, ein Freund von Benjamin Franklin. Es ist wundervoll. Ja, ganz toll. Halten Sie das. Okay. Keine Angst, ich laufe nicht weg. Ich glaube, wenn wir uns diese Turmuhr ansehen, finden wir den Zeitpunkt, den wir suchen. Was sehen Sie? 2.22 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Kurz vor drei. Zu spät. Ist es nicht? Es ist nicht zu spät, weil... Du weißt das nicht? Ich weiß was über Geschichte, was du nicht weißt. Freut mich, dass du uns erleuchten wirst, Riley. Warte eine Sekunde, ich möchte diesen Augenblick genießen. Das ist cool. So fühlst du dich die ganze Zeit? Ich meine, naja, bis auf jetzt natürlich. Riley! Ist ja gut. Okay, ich weiß, dass Sommer- und Winterzeit das erste Mal während des Ersten Weltkriegs ausprobiert worden sind. Also wenn es jetzt kurz vor drei ist, tja, dann war es 1776 eben erst kurz vor zwei. Riley, du bist ein Genie. Oh, ja. Wisst ihr denn auch, wer der erste Mensch war, der Sommer- und Winterzeit vorgeschlagen hat? Benjamin Franklin. No. Steht vor, der erst im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss. Er konnte noch über viele Kilometer hinweg gesehen werden, was auch ganz recht war. Leider ist eben auch Ian nicht auf den Kopf gefallen. Sein Team verfolgt Riley schon seit seinem Aufenthalt im Franklin Institute. So sind die schweren Jungs wenig später ebenfalls bei der Independence Hall, dem Haus von Pass and Stowe. In der Geschichte erhielt die Freiheitsglocke am 8. Juli 1776, als sie zur ersten öffentlichen Lesung der Unabhängigkeitserklärung läutete. Letztendlich wurde sie aus dem Turm der Independence Hall heruntergeholt und bekam hier ihren eigenen Ehrenplatz. Idiot. Hast du noch Fragen dazu? Ich bin ein Idiot. Was? Es ist nicht hier, sondern da oben. Kommt. Und da oben sind bereits die anderen und halten vom Turm der Glocke aus Ausschau nach dem kreuzenden Schatten zur rechten Zeit. Was für eine Glocke ist das denn? Das ist die 100-Jahr-Feuerglocke. Die wurde 1876 aufgehängt. Die Spitze des Schattens zeigt auf einer der Mauern auf einen bestimmten Punkt. Da ist es. Also dann, ich werde da runtergehen und treffe euch im Beschlusszimmer. Okay? Okay. Bis gleich. Okay, lass uns gehen. 3.22 Uhr. Meine Idee. Gates findet am Ende des Schattens einen markierten Ziegelstein, den er sogleich aus der Mauer nimmt. In dem hohlen Stein entdeckt er eine Art Brille. Hey, was hast du gefunden? Das hier. Ich würde sagen, eine Art Sehhilfe. Der Blick in die kostbare Vergangenheit. Ich brauchte mal kurz. Sowas wie die erste in Amerika hergestellte Röntgenbrille. Benjamin Franklin hat sowas mal erfunden. Ich denke, die da hat er erfunden. Ja. So, und was machen wir damit? Wir gucken durch. Hier, helfen Sie mir. Vorsichtig. Okay. Hm.
Was denn? Es ist nur, das letzte Mal war diese Erklärung hier, um unterzeichnet zu werden. Ben, hier kommt gleich eine Führung durch. Drehen wir sie um. Ganz vorsichtig. Die Brille. Was ist es? Ist es die Schatzkarte, Ben? Da steht hier an der Mauer. Das hier ist geschrieben mit zwei E. Siehst du an? Huh. Wow. Warum sagen die nicht, da liegt der Schatz, holt ihn euch und gebt nicht alles auf einmal aus? Oh nein. Scheiße. Oh nein. Wie haben die uns gefunden? Naja, ihn hat fast unbegrenzte Möglichkeiten. Und er ist kein Dummkopf. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen, ohne dass sie uns sehen. Gut, wir wollen weder, dass sie die Erklärung, noch dass sie die Brille kriegen. Aber was wir gar nicht wollen, ist, dass sie beides zusammenkriegen. Und was machen wir? Wir nehmen den Schlüssel aus dem Schloss. Wir trennen uns. Gute Idee. Wirklich? Ich nehme das. Und die hier und ihr behaltet das. Wir treffen uns am Auto. Ruft an, wenn es Probleme gibt. Zum Beispiel, wenn die uns umlegen? Ja, genau solche Probleme meine ich. Pass auf sie auf. Das werde ich. Gates ist direkt vor uns. Da ist er. Los, gehen wir hier lang. Schau, sieh mal. Da sind die anderen. Die krieg ich. Victor, komm zur fünften Ecke Chestnut. Fünfte Ecke Chestnut. Sie kommen auf dich zu. Und natürlich haben Abigail und Riley gegen die Übermacht keine Chance. Und so fällt die Unabhängigkeitserklärung der Gegenseite in die Hände. Lasst sie! Lasst sie laufen! Wir haben sie. FBI. Haben Sie den schon mal gesehen? Nein. Nein, den habe ich noch nie gesehen. Ted? Die Polizei hat Gates Wagen gefunden. Ganz in der Nähe. Er wird überwacht. Dann los. Sag dem Boss, wir haben seinen Wagen. Was? Sie ist weg. Was? Die Erklärung ist weg. Ian hat sie. Verdammt. Ja, okay. Geht's euch gut? Geht's euch beiden gut? Ja, ja, uns geht's gut. Ben, tut mir leid. Wir kriegen das schon hin. Treffen wir uns im Auto. Ja, sauer auf mich. Ich weiß es. Zielperson nähert sich. Hallo, Mr. Gates. Mr. Gates, drehen Sie sich zum Wagen. Hände auf den Rücken, bitte. Rufen Sie die Spurensicherung, Agent Dawes. Gates, Sie sind schwer zu finden. Also seien Sie bitte vorsichtig damit. Abigail und Riley, die die Verhaftung aus der Ferne beobachtet haben, verziehen sich vom Ort des Geschehens. Riley, können wir einen Kontakt zu Ihnen herstellen? Entschuldigung, wie war das? Zur gleichen Zeit sitzen sich Agent Sadusky und Benjamin Franklin Gates im Großraumbüro des Federal Bureau of Investigation gegenüber und führen ein unerfreuliches Gespräch. Ist eine gute Geschichte. Ist dieselbe, die ich Ihnen erzählt habe, bevor die Erklärung gestohlen werden sollte. Von Ihnen? Nein, von Ian Howe. Ich wollte ihm nur zuvorkommen. Ich habe es allein getan, Dr. Chase ist nicht daran beteiligt. Und jetzt hat Ian die Unabhängigkeitserklärung durchbekommen. Ja, und zwar ihretwegen. Und das sind Ihre Optionen. Entweder Nummer eins, Sie gehen für sehr lange Zeit ins Gefängnis. Oder Nummer zwei, wir holen uns die Unabhängigkeitserklärung wieder zurück. Sie helfen uns, sie zu finden und gehen dann für sehr lange Zeit ins Gefängnis. Aber fühlen sich besser da drin. Ist vielleicht auch was ohne Gefängnis drin? Irgendeiner muss ins Gefängnis, Ben. Ja. Wofür ist die hier gut? Die ist zum Lesen der Karte. Ach ja, richtig. Die Tempelritter, Freimaurer, unsichtbare Schatzkarten. Und was steht auf Ihrer Karte? Hier an der Mauer. Sonst nichts, es ist nur noch ein Hinweis. Jetzt erst bemerkt Ben, dass die übereinanderliegenden Buntgläser der Brille gegeneinander verschiebbar sind. Es gibt noch mehr.
Alles bereit? Leitung steht, Sir. Ich sehe die Nummer. Ja? Hallo, Ben. Wie geht's dir? Ich bin am Schreibtisch gefesselt. Oh, das tut mir leid. Ich will dich auf dem Flugdeck der USS Intrepid sehen. Weißt du, wo das ist? New York. Wir treffen uns dort morgen früh um 10. Und vergiss die Brille aus der Independence Hall nicht. Ja, ich weiß von der Brille. Wir können einen Blick auf die Karte werfen und dann kannst du wieder gehen. Das glaube ich dir natürlich aufs Wort. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will sie mir nur leihen. Du kriegst die Brille und die Erklärung zurück. Ich lege sogar noch die Pfeife von der Schale drauf. Ich werde da sein. Und sag den FBI-Leuten, die diesen Anruf zurückverfolgen, wenn sie die Erklärung zurückhaben wollen und nicht nur eine Schachtel Konfetti, dann kommst du besser allein. Alles auf Position. Luftüberwachung bereit. Bodeneinheiten vorbereiten. Team 2 in Position. Backbordseite ist ruhig. Verstanden. Auf der USS Intrepid, zum Museumsschiff ausgebaut, tummelt sich vom Rentnerpaar bis zu Scharen von Pfadfindern alles, was Beine hat. Gates ist auf dem Flugdeck. Alles achtet auf Gates. Zielperson genau beobachten. Brian, alles klar bei euch? Haben Sichtkontakt. Gates? Halten Sie sich an den Plan. Ich hoffe, Ihre Agenten sind unter 1,50 und tragen Halstücher. Alles andere wird er Ihnen merken. Sobald er Ihnen die Erklärung zeigt, greifen wir ein. Unternehmen Sie nichts. Lassen Sie uns das erledigen. Wissen Sie, Agent Sadowski? Eins habe ich übers Fischen gelernt. Für den Köder geht's immer schlecht aus. Gates, spielen Sie noch mit? Ich spiele nicht gegen Sie, falls Sie das meinen. Doch Sean schafft es, ungesehen Gates eine Nachricht zukommen zu lassen. Hallo, Ben. Thomas Edison hätte nur einen Weg gebraucht, um die Glühlampe zu erfinden. Klingt das vertraut? Gates ist auf dem Aussichtsdeck. Sadowski. Ich spiele nach wie vor nicht gegen Sie, aber ich habe die dritte Option gefunden. Und das ist meine. Was meint Gates damit? Zugriff, Zugriff! Und euch Gates! Vom obersten Deck des alten Kriegsschiffs springt der Schatzjäger in die Fluten. Einsatz der Taucher, Charles. Sie haben freie Hand. Verfolgung nach eigenem Ermessen. Verfolgung nach eigenem Ermessen. Du zuerst. Verdammter Mist. Er hat uns reingelegt. Agent Dawes, haben Sie Sichtkontakt? Sehen Sie, geht's im Wasser? Sir, das ist der Hudson. Da ist gar nichts zu sehen. Schlaues Bürschchen. Am Nordostufer des verschmutzten Flusses taucht Gates mit seinen Begleitern wieder auf und wird sogleich von Sean in Empfang genommen. Hallo, Ben. Herzlich willkommen in New Jersey. Was ist mit Abigail und Riley? Hoffentlich passen die. Wir mussten deine Größe schätzen. Ich will wissen, was ihr mit Abigail und Riley gemacht habt. Nur er kannte diesen Satz mit Edison. Hast du die Brille? Vielleicht. Sag mir, wie das hier weitergeht. Frag das doch deine Freundin. Sie hat jetzt das Sagen hier. Die kann einfach nicht die Klappe halten. Ja, hallo? Ist für dich. Hallo? Hi, Süßer. Wie läuft dein Tag? Ist interessant, Schatz. Also was, arbeiten Sie jetzt mit Ian? Jemanden aus FBI-Gewahrsam zu befreien, erfordert kriminelle Energie. Und da ist uns leider nur er eingefallen. Also haben wir einen Deal mit ihm gemacht. Euch geht's gut, oder? Ihr seid in Sicherheit? Ja, sind wir. Riley sitzt neben mir, er versucht gerade irgendwelche Kunststücke am Computer. Ich spüre dich über das Telefon. Hey, ich verfolge dich über Shaws GPS-Handy. Wenn die auch nur falsch abbiegen, dann sehen wir das. Also mach dir keine Sorgen. Wenn Ian uns mit irgendwelchen Tricks reinlegen will, rufen wir das FBI an und sagen denen, wo ihr seid. Und wo Ian ist. Und wo wäre das? In Sichtweite unseres Verstecks. In der Kreuzung von Wall Street und Broadway. Sie haben den Hinweis verstanden. War ganz einfach. Hier an der Mauer. Die Wall Street ist die Mauer. Ben, einen Haken hat die Sache allerdings. Wir haben Ihnen gesagt, dass er den Schatz haben könnte. Sonst wären wir nicht so weit gekommen. Er ist hier. Jetzt geht's los. Ben, alles in Ordnung? Nichts gebrochen?
So ein Sprung kann einen umbringen. Nein, das war großartig. Solltest du auch mal versuchen. Die Unabhängigkeitserklärung und die Meerschaumpfeife. Gehört alles dir. Einfach so? Einfach so. Ich wusste, du würdest Wort halten. Also, wo ist mein Schatz? Sag schon. Genau hier. Auf der Karte stand hier an der Mauer, hier mit 2E. Die Wall Street ist wirklich mal entlang einer Mauer verlaufen, die die holländischen Siedler als Verteidigung gegen die Briten gebaut hatten. Das Haupttor lag an einer Straße, die De Heer hieß, auch mit 2E. Und erst nach dem Einmarsch der Briten wurde sie Broadway genannt. Also, hier an der Mauer, Broadway, Wall Street. Also dann. Einen Moment, Ben. Ian, wenn du die Abmachung nicht einhältst, ist das FBI gleich hinter dir her. Vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht. Ist das alles, was auf der Karte stand? Jedes Wort. Oh, Ben. Hast du immer noch nicht gelernt, wie man überzeugend blufft? Hin und wieder sollte man ein richtig gutes Blatt in der Hand halten. Das Ass in diesem Spiel ist Patrick Gates, der gegenüber aus einem Auto gezerrt wird. Dad. Wolltest du mir doch noch irgendwas sagen? Trinity Church. Wir müssen in die Trinity Church. Gut. Sehr gut. Wie wär's, wenn jetzt noch Dr. Chase und Riley zu uns stoßen? Ich bin sicher, die sind ganz in der Nähe. Geht es dir gut? So eine blöde Frage. Ich bin eine Geisel. Hinsetzen. Hinsetzen. Lass ihn gehen, Ian. Wenn wir den Schatz gefunden haben. Nein, jetzt. Oder du kannst alleine versuchen, die Hinweise zu deuten. Viel Glück. Ben, ich denke, du hast die Tragweite der Situation noch nicht verstanden. Woraufhin Ians Kameraden Riley Poole und Abigail Chase ins Innere der Kirche geleiten. Sehen wir uns die Karte nochmal an. Also setzt sich Gates die Brille seines Namensvorbildes erneut auf. Und diesmal bewegt er die Gläser. Das ist wirklich unglaublich. Es ist bemerkenswert. Siehst du an? Parkington Lane. Unterhalb Parkington Lane. Weshalb führt uns die Karte hierher und dann wieder woanders hin? Wo liegt der Sinn? Nur ein weiterer Hinweis. Dad, du hast recht. Parkington Lane muss hier irgendwo sein. Eine Straße in dieser Kirche vielleicht? Nicht in der Kirche. Unter ihr. Sie muss unter der Kirche sein. Es tut mir so leid, Ben. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Los, ich weiter. Also, diese Kooperation dauert nur so lange an, wie der Status quo unverändert ist. Doch wenn dieser Kerl am Ende seiner Suche ist, dann wird er dich nicht mehr brauchen. Und auch sonst keinen von uns. Dann versuchen wir eben, den Status quo zu unseren Gunsten zu verändern. Und wie? Daran arbeite ich noch. Dann sollte ich mir lieber auch was überlegen. Hey! Ich hab's gefunden! Oder ihn! Ben! Es ist ein Name. Genauer gesagt, ein Name auf einer Grabkammer. Parkington Lane. Dritten Grades, also Meister einer blauen Loge. Hey! Wow! Man zieht den modrigen Sarg aus der Kammer, der sich aber sofort in seine Bestandteile auflöst. Shit. Vorsicht, dass keiner drauftritt. Vorsichtig absitzen. Okay, wer von euch will zuerst in den gruseligen Grabestunnel klettern? Also, McGregor, Victor, ihr bleibt hier. Und wenn jemand ohne mich auskommen sollte, wie soll ich sagen, benutzt eure Fantasie. Wollen wir?
der Kronleuchter. Hier. Nachdem Ben den Kronleuchter entzündet hat, findet sich die Gruppe in einem zylindrischen Raum wieder, ähnlich einem Brunnenschacht. Eine hölzerne, äußerst morsche Wendeltreppe führt nach unten, ebenso wie ein Seilzugsystem. Wow. Seht ihr, das sind Fahrstühle? Wie ein Speisenaufzug. Wir konnten ein paar Kerle mit Handwerkzeugen sowas bauen. Die Pyramiden sind genauso entstanden. Oder die chinesische Mauer. Ja, Außerirdische haben ihnen geholfen. Genau, also los, worauf warten wir? Oh, nein, ich gehe da nicht runter. 200 Jahre Termiten und Schimmel, das ist doch... Dad, tu, was er sagt. Vorsichtigen Schrittes steigt man in dem gut 20 Meter messenden Rundgemäuer hinunter, ohne bei der spärlichen Beleuchtung den Boden erahnen zu können. Pass gut auf. Wir sind unter dem Friedhof der Dreifaltigkeit. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieser Ort so lange unentdeckt geblieben ist. Was ist das? Die U-Bahn. Sean weiß jetzt, wo der Boden ist. Aber für keinen bleibt Zeit zum Durchatmen. Spring auf den Fahrstuhl! Spring! Ben! Nimm meine Hand! Oh, halt dich fest! Abigail, mach schon! Spring sie! Oh. Hier! Ian, das ist es nicht wert. Ben, glaubst du vielleicht, euer Leben ist mir wichtiger als das von Sean? Wir gehen weiter. Status quo. Erhalte den Status quo. Was jetzt? Das ist das Ende der Spur. Eine Kammer, die außer Spinnweben, Unmengen von Staub, zwei Fackeln und einer Laterne nichts mehr zu bieten hat. Was ist das? Ja, wo ist der Schatz? Also? Das hier ist es? Der ganze Weg nur für eine Sackgasse? Ja. Muss doch noch irgendwas sein. Riley, hier ist nichts mehr. Vielleicht noch ein Hinweis? Nein, es gibt keine Hinweise mehr! Das ist es, okay? Es ist vorbei! Schluss, aus! Der Schatz ist weg. Verlegt. Man hat ihn woanders hingebracht. Du spielst keine Spielchen mit mir, Ben. Oder? Du weißt, wo er ist. Nein. Okay, wir gehen. Hey, warte mal. Moment, Gott! Ian, warte! Das können Sie nicht machen! Sie sind hier in der Falle! Ben, tu irgendwas! Tu das nicht! Sie können es nicht einfach hier unten lassen! Doch, kann ich. Es sei denn, Ben nennt mir den nächsten Hinweis. Aber es gibt keinen nächsten Hinweis mehr. Ian, hör zu. Warum kommst du nicht wieder runter und wir reden nochmal in Ruhe über alles? Sei einfach still. Okay. Den nächsten Hinweis. Wohin hat man den Schatz gebracht? Ben. Die Laterne. Dad! Der Status quo hat sich geändert. Tu's nicht. Es ist etwas, das die Freimaurer ihren Schülern beibringen. In König Salomons Tempel gab es eine Wendeltreppe.
Sie symbolisierte den Weg, den man gehen muss, um das Licht der Wahrheit zu erreichen. Die Laterne ist der Hinweis. Und was bedeutet er? Boston. Er bedeutet Boston. Die Old North Church in Boston, in der Thomas Newton eine Laterne im Kirchturm aufhängte, um so Paul Revere vor dem Anmarsch der Briten zu warnen. Eine hieß über Land, zwei auf dem Seeweg. Eine Laterne an der Wendeltreppe des Kirchturms. Dort müssen wir suchen. Nach oben. Ich danke Ihnen. Hey, sollten wir Sie denn nicht begleiten? Wieso? Damit ihr in Boston fliehen könnt? Außerdem, ohne euch haben wir wesentlich weniger Ballast dabei. Vielleicht haben wir gelogen. Habt ihr? Und wenn da wieder nur ein Hinweis ist? Dann weiß ich genau, wo ich euch finden kann. Also dann, Ben. Nein! Wir kommen hier nie wieder raus! Kommt sie zurück! Sie werden uns brauchen hier! Wir werden hier verrotten. Es wird alles gut, Riley. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Alles in Ordnung, Junge. Okay, Jungs, was soll das alles? Die Briten kamen auf dem Seeweg. Es waren zwei Laternen, nicht eine. Ian brauchte einen Hinweis. Und wir haben ihm einen gegeben. Das war ein Fake. Der Hinweis war falsch. Das alles sehende Auge. Irgendwas mit dem Auge. Aber wenn Ian das rausfindet, kommt er wieder her. Und wir sind dann immer noch hier. Und wahrscheinlich wird er uns dann doch noch erschießen. So oder so werden wir aufgehen. Niemand wird aufgehen. Es gibt einen anderen Weg hier raus. Also, Ben, wo ist dieser andere Ausweg? Das ist die Frage. Es ergibt keinen Sinn. Als die Erbauer hier runtergekommen waren, hätten sie sofort als nächstes einen zusätzlichen Schacht für Frischluft anlegen müssen. Genau. Falls mal etwas einstürzt. Bei der Untersuchung der Wände entdeckt Ben unter den Spinnweben aber noch mehr Symbole der Tempelritter. Bis hin zu einer Ausbuchtung, die verblüffende Ähnlichkeit mit der Meerschaumpfeife hat. Ist das wirklich so einfach? Charlotte kennt das Geheimnis. Er setzt die Pfeife in das Fach, das offenbar ein Drehmechanismus ist. Die vier Schatzjäger halten die Luft an, als sie das Gewölbe hinter der Geheimtüre betreten. Ben entzündet mit seiner Fackel ein Ölbecken. Die Flammen rasen lange Rinnen entlang und die brennende Flüssigkeit erhellt die atemberaubend große Kammer. Die Dunkelheit zieht sich wie ein Schleier zurück und gibt den Blick auf Unmengen von Reichtümern aus allen Epochen und aus allen Herren Länder frei. Skulpturen, Schriftrollen, Gemälde, Truhen, Sarkophage und Kunstwerke aus allen denkbaren Materialien verschlagen den Findern die Sprache. Eine Treppe. In der Kirche der Dreifaltigkeit hat der Küster eine unvergessliche Erfahrung. Denn neben ihm klopft es auf einmal an die Deckplatte einer der Grabkammern. Von innen. Tag. Haben Sie ein Handy, das Sie mir leihen können? Nach dem Anruf vergeht keine halbe Stunde, bis Agent Sedusky da ist. Einfach so? Einfach so. Sie haben gerade Ihr bestes Druckmittel aus der Hand gegeben. Die Unabhängigkeitserklärung war niemals ein Druckmittel. Nicht für mich. Setzen wir uns. Nun, was haben Sie anzubieten? Oh, wie wär's mit Schmiergeld? Sagen wir 10 Milliarden Dollar. Das heißt, Sie haben den Schatz gefunden?
Er liegt ungefähr 5 Stockwerke unter ihren Füßen. Nun, die Tempelritter und die Freimaurer waren der Ansicht, dass der Schatz zu groß für einen Menschen sei, sogar für einen König. Und deshalb war es ihnen so wichtig, ihn versteckt zu halten. Genau. Und die Gründerväter unseres Landes dachten dasselbe über Macht. Ihre Lösung würde auch bei dem Schatz funktionieren. Ihn dem Volk überlassen. Und ihn verteilen ans Smithsonian, den Louvre, das Kairo-Museum. Da unten, da liegen Jahrtausende der Weltgeschichte. Und jeder, der auf dieser Welt lebt, hat darauf Anspruch. Sie haben das Prinzip eines Druckmittels wirklich nicht verstanden. Also? Das sind meine Bedingungen. Dr. Chase kommt vollkommen sauber aus der Sache raus. Nicht die kleinste Aktennotiz. Okay. Ich möchte, dass die Anerkennung für den Fund an die gesamte Familie Gates geht. Und natürlich auch an Mr. Riley Poole. Was ist mit Ihnen? Ich will eigentlich nur nicht ins Gefängnis. Ich kann nicht mal sagen, wie sehr ich eigentlich nicht in ein Gefängnis gehen will. Irgendjemand muss ins Gefängnis, Ben. Naja, wenn Sie einen Hubschrauber hätten, könnte ich Ihnen da behilflich sein. Boston, Old North Church. Sie sind verhaftet, Mr. Howe. Und zwar wegen Entführung und versuchten Mordes. Und unerlaubten Betretens von Staatseigentum. Ja, geht in Ordnung. Danke. Bye. Sie wollen uns bei der Ausstellungseröffnung in Kairo dabei haben. Sie schicken einen Privatjet. Hört sich gut an. Ja, ganz bestimmt. Wir könnten eine ganze Flotte von Privatjets haben. 10%, Ben. 10% und du hast Nein gesagt. Riley, wir haben das doch besprochen. Es war zu viel. Ich konnte es nicht annehmen. Hier, mein Finger war 3 Monate entzündet, nur wegen dieses antiken Holzsplitters. Okay, pass auf. Wenn wir mal wieder einen Schatz finden, der von historischer Bedeutung für die Menschheit ist, dann darfst du den Finderlohn bestimmen. Das kann ja dauern. Tja, was kümmert's dich? Du hast das Mädchen gekriegt. Oh, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ihr nervt. Genießt den guten Fang. Ich begnüge mich mit 1%. Ein lausiges Prozent, ein 0,5% genauer gesagt. 1%. Unglaublich. Ist echt brutal, wie du leidest, Riley. Ach, übrigens, Ben, das Haus ist toll. Oh, weißt du, ich habe es ausgewählt, weil 1812 Charles Carroll hier... Irgendwer hat hier irgendwann mal irgendwas gemacht. Toll, grandios. Hättest du auch ein Schloss haben können. Ich hab hier was für dich. Ja? Mhm. Und was? Eine Karte. Eine Karte? Ach was. Ja, aber wohin führt sie? Das findest du schon raus.